Herzlich willkommen in Schloss Weikersheim. Wir stehen bereits in einem der Höhepunkte dieses Schlossensembles. Weikersheim ist geprägt durch die großartig erhaltene Renaissance-Schlossanlage, die im Innern allerdings barock überformt wurde, aber von hoher Qualität und von einer sensationellen vollständigen Erhaltung. Der zweite Höhepunkt ist der Schlossgarten mit seinem Figurenprogramm. Es sind vor allem zwei Ehepaare, die Weikersheim zu dem machten, was wir heute genießen durften. Zum einen um 1600 Graf Wolfgang und seine Ehefrau Magdalena, zum anderen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Karl Ludwig und seine Gattin Elisabeth Friederike Sophie. Meter lang, 8 Meter hoch, 12 Meter breit, mit einer freihängenden Decke ohne irgendwelche Stützen. Ein technisches Meisterwerk der Renaissance. Möglich wurde dies, dass die Decke an einem sogenannten Hängewerk direkt am Dachstuhl aufgehängt wurde. Kaum ein anderer Renaissance-Raum in Deutschland hat noch diese Proportionen. Und an der Decke in Weikersheim finden wir fast ein Wimmelbild von Jagdbildern, die uns der Maler Katzenberger hinterlassen hat. Der Raum ist aufgespannt zwischen dem Eingangsportal und dem großen Prunkkamin auf der entgegengesetzten Seite. Beide mit einem dichten Bildprogramm, die bis heute nicht vollständig entschlüsselt sind. Dann wird der Raum geprägt durch die vielen Ahnenbilder, die dem Saal auch seinen Namen gaben. Und das Besondere sind die vollplastischen Figuren, die seit 1605 bis heute an ihrer Stelle an den Wänden hängen. Frau Ment, da sind wir mitten in der hohenlohischen Provinz und dann springt uns ein Elefant von der Wand an. Wie ist denn der entstanden und wie wurde er überhaupt gemacht? Der ist berühmt über die ganzen Grenzen Deutschlands hinaus. Man muss sich vorstellen, Graf Wolfgang, der hat ja die Jagd sehr geliebt und er hat den Rittersaal eigentlich psychologisch angeordnet. Denn wenn man an den oberen Leibungen über den Fenstern die Tiere anschaut, die sind richtig hierarchisch angeordnet. Es beginnt unten mit heimischen Tieren, die nach oben, je weiter man zum Grafen kommt, immer prächtiger, immer größer, immer unbekannter und immer exotischer werden. Und als der zweite Elefant in Wien war, war Wolfgang in Wien zu Besuch und er hat wahrscheinlich auch einen Elefanten gesehen. Kennen wir denn den Künstler, der diese Figuren gemacht hat? Der Künstler Gerhard Schmidt war ein Kalkschneider. Kalkschneidarbeiten waren hier in der Region eigentlich überhaupt nicht bekannt. Er kam aus Rothenburg an der Wümme, also Rothenburg im Braunschweigischen, und war hier auf der Durchreise. Und Graf Wolfgang erkannte sein Talent und hat ihn angestellt. Und er hat diese Tiere gefertigt in einer Art und Weise, die damals komplett unbekannt war. Und zwar hat er ein Drahtgerüst an der Wand angebracht. Dann hat man Leinenlappen in ein Gemisch aus Gips, Kalk, Knochenleim und Tierhaaren getaucht. Diese Leinenlappen wurden dann über dieses Drahtgerüst geformt und so hat er die kompletten Tiere geformt. Eigentlich stehen wir in einer ganz typischen Situation in einem großen Festsaal. Wir haben den Kaiser abwesend, aber als Zeichen für die Verankerung in der Reichsverfassung präsent. Hier ist es der Franz Stephan, der Ehemann von der Theresia. Und drumherum Situationen, die die Alter der Dynastie und das Geschlecht sinnhaft machen. Aber wie unser Bauherr seine Ahnen darstellte, das ist ungewöhnlich und, glaube ich, weitgehend auf den Rittersaal in Weikersheim beschränkt. Ja, also das ist was ganz Besonderes, dass man hier am wichtigsten Platz, dem Herrschersitz, also von Kaiser und Kaiserin, oben drüber im Endeffekt liegend in einer Art römisch-griechischen Montur den Wolfgang sieht und aus seinen Rippen entstehen seine Ahnen. Er war stolz auf seine Ahnen, auf seine Verwandtschaft und das hat man in der damaligen Zeit einfach gezeigt. Jeder, der hier zu Besuch war, der geladen war, hatte, wenn er in den Rittersaal kommt, diese beiden Bilder, Wolfgang und Magdalene, mit ihren Ahnen gleich vor Augen.
Und er konnte seine Ahnenprobe über 5 Generationen führen. Ja, das war auch ganz wichtig, dass man diese Generationen zeigen konnte, weil nur wer 5 Generationen von Adel war, konnte im Endeffekt als Graf in den Adelstand erhoben werden, also in den Hochadel eines Grafen zu einem Fürsten. Und das hat man natürlich damit zeigen wollen. Der große, von Michael Junker gefertigte Prunkkamin ist der Höhepunkt des Rittersaals. Die ganze inszenatorische Wirkung läuft auf diesen Kamin zu. Er ist der eigentliche Schlusspunkt des Raumes. Auch die Blickrichtung der Deckengemälde sind von dieser Position aus ausgerichtet. Hier präsentiert und inszeniert sich Wolfgang am nachdrücklichsten im ganzen Raum. Was diesen Kamin so spannend macht, ist sein Bildprogramm. Hier präsentiert sich ein überzeugt reformierter, überzeugt evangelischer Herrscher. Und zwar in deutlicher Opposition zum Kaiser. Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass der ideale christliche Herrscher von 2 bösen Mächten bedrängt wird. Das eine sind die Türken, aber das andere sind eindeutig Vertreter der katholischen Kirche. Und das Symbol der um die Säule geschlungene Schlange, die in die Bibel beißt, ist die eindeutige Aussage und für jeden Zeitgenossen verständlich, dass die wahre Kraft, die wahre sittliche Stärke ausschließlich aus dem Neuen Testament in der evangelischen Interpretation kommen kann. Frau Mendt, ein 8 Meter hoher Kaminaufbau auf massivem Stein, das ist ja einfach ein statisches Problem. Wie kam denn das Ding hier eigentlich in den Rittersaal rein? Ja, also da hat Graf Wolfgang keine Kosten gescheut. Er hat den Kamin aus Andernacher Tuffstein bestellt. Dieser Kamin konnte natürlich nicht in einem Teil hier nach Weigersheim transportiert werden, sondern der kam auf dem Main, auf dem Schiff über Würzburg nach Ochsenfurt. In Ochsenfurt wurde der dann auf 3 große Ochsenkarren geladen. Jetzt musste der natürlich auch in diesen Ausmaßen durch die große Eingangstüre, durch die Haupttreppe in den Rittersaal hereingeschafft werden. Und im Endeffekt wurde er dann hier vor Ort aufeinandergesetzt und dann von Michael Junker gefertigt. Das Verhältnis beider Ehepaare, die so wesentlich für das heutige Erscheinen von Schloss Weigersheim sind, ist eine Besonderheit. Beiden Paaren war eine lange glückliche Ehe gegeben und hier im angehenden 17. Jahrhundert bei Wolfgang und Magdalena kam ein weiteres dazu. Das Ehepaar hatte zusammen 14 Kinder. 13 davon erreichten das Erwachsenenalter und dennoch gelang es der nur ein Jahr jüngeren Magdalena, ihren Ehemann, der auch immerhin 64 wurde, um 23 Jahre zu überleben. Es war ein Powerpaar. Sie waren sich ebenbürtig in Bildung, Interessen und in ihrer überzeugten evangelischen Grundhaltung. Magdalena war Calvinistin, denn sie kam aus dem Hause Nassau-Ellenbogen. Und damit kommen wir zu einer weiteren Besonderheit dieser beiden Paare, Frau Mendt. Die Grafen hatten ja so die Tendenz, immer ein bisschen höher zu heiraten, als ihnen eigentlich zustand. Ja, ja, das war in Weigersheim eigentlich immer so, unter Wolfgang wie auch unter dem Grafen Karl Ludwig. Wolfgang hat die Ehe mit Magdalena, also die haben ja auch lange gestritten um die Mitgift von Magdalena. Aber Magdalena kam aus dem Hause Nassau-Oranien mit ihrem Bruder Wilhelm dem Schweiger. Also da war sie eigentlich, die waren eigentlich verwandt mit dem kompletten europäischen Hochadel. Und Sinn und Zweck war eigentlich auch im Nachhinein, mit dieser Ehe vom niedrigen Adel eines Grafen in den Hochadel eines Fürstenstandes erhoben zu werden. Und wie war das denn mit der Elisabeth Friederike Sophie? Genau, Elisabeth Friederike Sophie kam ja aus dem Hause Oettingen-Oettingen und war schon eine Fürstin. Und sie hat mit der Geburt ihres Sohnes Albrecht Ludwig Friedrich den Grundstock geschaffen, dass Schloss Weigersheim, wenn der Albrecht an die Macht kommt und mit ihrem Titel einer Fürstin, die dann vom Kaiser hätten in den Fürstenstand erhoben werden können. Graf Wolfgang
war ein Glück für seine hohenlohischen Besitzungen. Zum einen regierte er sehr lange und mit ruhiger Hand. Zum anderen war er ein großer Reformer, der in zahlreichen Lebensbereichen seiner Untertanen neue Ordnungen und damit viele zusätzliche Verbesserungen brachten. Ganz zum Schluss seines Lebens hob er sogar die Leibeigenschaft auf. In seiner Ehefrau hatte er eine kongeniale Partnerin. Beide verband die große Neigung zu naturwissenschaftlichem Arbeiten. Er hatte ein Alchemielabor eingerichtet, in dem er auch selber forschte. Sie war in der Kräuterkunde und im Apothekenwesen bewandert. Beide liebten die Pferdezucht, beide waren belesen. Aber die Basis ihres Wirkens war eindeutig ihre tiefe Verankerung in der Reformation, in ihrem evangelischen Glauben. Und deshalb ließ das Paar auch unmittelbar im Bauprogramm eine evangelische Schlosskapelle vorsehen. Frau Mendt, wir stehen in dieser Schlosskapelle. Woran erkennen wir denn, dass es sich um den Ort des Gottesgedenken eines evangelischen Fürsten handelt? Also Graf Wolfgang als tiefgläubiger Mensch hat diesen wirklich typischen protestantischen Kirchenbau in einer Schlichtheit geschaffen, die ja typisch in der Renaissancezeit war, ohne Bildprogramm. Das Bildprogramm, das er angebracht hat, ja, waren eigentlich die Reliefs oben an der Empore, die dann immer nur das Alte und das Neue Testament zeigen, die sich gegenübergestellt sind. Ganz typisch auch für diese protestantischen Kirchenbauten war die Kanzel in der Mitte dieses Hauses und im Gegensatz auf der anderen Seite die Herrscherloge, in der Graf Wolfgang und seine Frau Magdalena saßen und diesem täglichen Gottesdienst beiwohnten. Und ganz, also so ganz richtig nur protestantisch, wie wir es heute kennen, war es eigentlich doch nicht, weil man sieht hinter der Kanzel noch einen Ohrenbeichtstuhl, weil Graf Wolfgang hat sich auch noch täglich die Ohrenbeichte in der Zeit um 1600 abnehmen lassen. Siebzig Statuen prägen heute noch den barocken Schlossgarten. Was sehen wir denn da, Frau Mendt? Also das Besondere am Weigersheimer Schlossgarten mit seinem Figurenprogramm ist, dass der originale Standort da ist. Und gleich beim Eingang von der Schlossterrasse in den Garten sieht man die Sonnenuhren an der Seite, bevor man runtergeht in diesen Göttergarten. An den Ecken sind prägnant markiert die vier Winde, Süden, Osten, Norden und Westen. Die grenzen diesen Garten eigentlich als Götterreich ein. Am Eingang stehen die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und wenn wir weiter runtergehen, in der Mitte thront im kompletten Garten der Herkulesbrunnen, umgeben von den Zitruspflanzen. Hier sind wir im Zentrum des Gartens. Hinter uns Herkules, der den Drachen Ladon zu Tode wirkt. Ladon, der Beschützer des Gartens der Hesperiden, in dem die goldenen Äpfel wuchsen. Die goldenen Äpfel, Sinnbild für ewiges Leben und dann in Renaissance und Barock auch wieder Sinnbild für die fürstlichen Gärten. Denn Zitrusfrüchte hatten die Eigenschaft, gleichzeitig zu blühen, grüne Blätter zu tragen und Früchte an ihren Ästen hängen zu haben. Der Fürst wird im Garten zum Schöpfer, der wie Gottvater selbst die Natur nach seinen Regeln formt. Zu einem sterbenden Drachen, der von Herkules gewürgt wird, gehört ja ein großer, breiter Strahl, der nach oben schießt. Und wir hatten im 19. Jahrhundert 5 Röhren in diesem Herkulesbrunnen, der so klein und fein in 5 Röhren sprudelte. Unsere Historiker haben jetzt wirklich herausgefunden, dass in der Zeit des Barock unter Graf Karl Ludwig dieser große, prächtig nach oben schießende Strahl, den hat es gegeben und den hat man wieder rekonstruiert. Und wenn Sie an Samstagen, Sonntagen und Feiertag kommen, um 14.30 Uhr können Sie den Strahl 15 Minuten erleben, weil es ist unglaublich, was so ein Drache beim Sterben an Wasser loslässt. 4000 Liter gehen da innerhalb von 15 Minuten durch.